Hi und willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mal wieder Brettspieltests. Heute mit einer Rezension zu Juicy Fruits. Das ist ein Familienspiel von Deep Print bzw. Pegasus Spiele für 1 bis 4 Spieler, ab 8 Jahren empfohlen und dauert so 20, 30, 40 Minuten, je nachdem, ob man auch mit der fortgeschrittenen Variante spielt oder mit dem Basisspiel, ist alles in dieser Box drin. Ich pack's mal zur Seite, denn ich habe natürlich schon mal aufgebaut und es gibt relativ viel zu sehen. Fangen wir doch mal an, was alles dabei ist. Also einmal haben wir hier einen riesen Vorrat von Holzfrüchten. Klar, der Name verrät es schon. Wir sind auf einer sehr fruchtbaren Insel, wo viele Obstsorten wachsen. Dann gibt es Inseltableaus. Also ich habe jetzt mal für 2 Spieler aufgebaut, da hinten für einen und hier für uns. Nah dran, das ist ein 2-seitiges Tableau. Rückseiten sind für Solospiel. Das habe ich selbst noch nicht gespielt. Das ist also das Inseltableau. Du siehst, es besteht aus einzelnen Feldern und hier ist schon eine Menge los. Du siehst hier in der Mitte 5 Obstkörbe. Übrigens in meiner Version zumindest nicht ganz sauber hier gestanzt und geschnitten. Das ist ein bisschen ärgerlich, ist nicht schön in der Mitte, so ein bisschen abgeschnitten. Aber das trübt den Spielspaß am Ende nicht, nur ein bisschen die Ästhetik. Und dann siehst du ein paar freie Felder dazwischen. Und hier außen am Strand sind Boote, die quasi Bestellungen haben, was sie denn gerne an Obst haben würden und was sie dafür an Siegpunkte bringen. Um diese Siegpunkte zu markieren, haben wir hier einen Plan. Der ist gerade ein bisschen verdeckt. So, ein Plan, wo man einfach die Punkte drauf vermerkt mit einem kleinen Scheiben pro Spieler. Auf der Rückseite ist dann fürs fortgeschrittene Spiel, das zeige ich vielleicht auch kurz. Ansonsten gehe ich jetzt nicht so viel darauf ein. Ist hier noch die Saftfabrik. Das ist quasi eine weitere Art, um später Punkte zu sammeln. Hat man hier noch extra Scheiben und kann sich quasi von links nach rechts weiterentwickeln. Tollere, buntere Säfte mischen und quasi für Obststücke dann noch weitere Punkte holen. Aber heute bleiben wir mal beim Basisspiel mit den Grundfunktionen. In diesen Säcken, die hatte ich übrigens die Beschriftung, kommt von mir, es sind eigentlich nur 2 schwarze Säcke, wo diese Boote drin sind. Die zieht man zufällig und platziert sie um seine Inseln drumherum. Auf der Rückseite sieht man die Farben, die auch fürs Solospiel sind. Und hier sieht man die Boote mit ihren Bestellungen und was es dann an Siegpunkten bringt. Das ist also so halb zufällig bestimmt, denn man mischt die quasi die grünen und die orangenen Boote, indem man so vorgegeben, hier sind so ein paar Bojen markiert, die dann entsprechend platziert, dass man nicht nur die teuren Bestellungen hat, sondern auch die günstigen, wo man wenige Früchte braucht und dafür etwas weniger Punkte bekommt. So, dann haben wir noch der Vollständigkeit halber hier so quasi Farbmarker, dass man sieht, zu welchem Spieler was gehört. Diese Obstdinger sind auch auf der Rückseite markiert, dass jeder natürlich von jeder Obstart einen Korb hat, damit er genau diese Obststücke sammeln kann. So. Jetzt das eigentlich spannendste Mitteltableau. Hier passiert nämlich so einiges. Wo fangen wir an? Da rechts, das ist quasi die Zeitleiste, sag ich mal. Hier wird vermerkt quasi, wo man startet, mit welcher Spielerzahl. Also bei 2 Spielern fängt man bei 7, ich glaube es heißt Gewerke an und wenn dann, oder Gewerbe, wenn dann 7 Gewerbeurkunden verteilt sind, es wird immer dann runtergerutscht und wenn man dann auf dem X ist, wird nur noch die laufende Runde zu Ende gespielt und das war's. Diese Gewerbe, also man kann sich vorstellen, hier so ein bisschen, ne, sind im Gewerbeamt gibt 5 Schalter, diese 5. Und damit man da quasi drankommt und hier auch, ich sag mal, Gewerbe anmelden kann, nennt man es Bestechung? Nein, das ist keine Bestechung. Also man bringt da natürlich gerne so einen Obstkorb vorbei. Hier die erste Dame möchte gerne Banane und eine Limette ist es, glaube ich. Gibt dafür auch einen Punkt, wenn man dafür was dort besorgt und darf sich dann eins der hier zur Verfügung stehenden Plättchen aus der ersten Zeile aussuchen. Im Spiel zu 2 sind es nur 2, du siehst da rechts, die beiden sind frei, die werden dann dementsprechend bei 3 oder 4 Spielern, würden die aufgefüllt werden. So, das heißt, ich könnte eins dieser beiden dann nehmen und dann auf meiner Insel platzieren, ne, Plättchen nehmen und auf ein freies Feld meiner Insel legen. Was die Plättchen machen, da komme ich gleich nochmal zu. So, lassen wir erstmal das da liegen. Okay, ja, und so stehen halt diese 5 verschiedenen. Du siehst, es wird immer teurer. Bei dem Herrn da unten, der will schon 3 Orangen und auch noch 3 Bananen haben, gibt dafür aber auch direkt 5 Punkte. Die Gewerbeplättchen, die da liegen, die sind aber zufällig auch ausgelost. Also es ist nicht so, dass die besten jetzt unten hier bei dem teuren liegen und die günstigsten oben. Das ist per Zufallsprinzip bestimmt. Dann haben wir noch hier an der Seite liegen ein paar Gebäude, die halt größer sind als dieses kleine Quadrat. Also dies hier ist quasi 2x1 Felder und hier haben wir auch die 2x2 Felder. Das sind die größten. Auch die können wir auf unserer Insel platzieren. Dann zeige ich doch nochmal hier das hier zum Beispiel. Wenn wir uns dieses kleine hier
dieses Gewerbe anmelden. Das ist das 15er Plättchen, das hier ist quasi der Platzhalter, damit man es hier einfach ordentlich platzieren kann. Also wenn ich mir das hole, dann würde ich mir sofort hier das 15-Punkte-Plättchen, das ist glaube ich ein tropischer Park, wenn ich mich nicht irre, ne, würden wir dann nehmen und müssten das dann, dieses große Ding, auf unserer Insel platzieren. Können wir natürlich nur tun, wenn wir genügend Platz haben für 2x2 Felder, die frei sind. Das passiert ganz am Anfang erstmal nicht. Das dauert ein bisschen. Deswegen sind 15 Punkte Belohnung da auch schon ganz ordentlich. So, jetzt haben wir hier fast alles. Hier unten ist noch Eis. Wie schön. Man kann natürlich aus Obst auch Fruchteis machen. Dafür braucht man allerdings einen Eiswagen. Auch den haben wir hier bei den Gewerben dabei. Also es gibt da drei verschiedene Farben. Hier zum Beispiel der grüne. Wenn wir den haben, platzieren wir auch auf unserer Insel. Und wenn der dann losfährt, je nachdem wie weit er fährt, kann er Eis machen aus Obst. Und hier sehen wir einfach die Kosten. Also bei Grün hier ist es dann immer eine Limette und eine Orange. Und kann ich mir dann von einer der beiden Stapel nehmen. Der eine bringt ein bisschen mehr Punkte, der ist irgendwann aufgebraucht, dann könnte ich den anderen noch nehmen. Und auch hier ist es so, wenn ein Teil alle ist, dann muss man hier den Gewerbemarker ein runterrücken, sprich das Spielende kommt etwas näher. Ja, ansonsten geben auch die natürlich Punkte. Das ist immer in dieser Sonne, sind diese Punkte markiert. Dann haben wir hier also, ne, die drei verschiedenen Farben, sind ein bisschen andere Obstkonstellationen, geben mehr Punkte, wenn man hier drei braucht. Hier braucht man sogar alle fünf verschiedenen Sorten. Bei Blau kriegt ihr dementsprechend viele, viele Punkte. Und hier gibt es noch diese Milchshakes, sind ein bisschen so der Joker. Kann man als Ergänzung manchmal machen oder wenn man sonst nichts hat, einfach irgendwelche zwei gleichen Obststücke geben immerhin drei Punkte mit dem Eiswagen. So, jetzt haben wir alles Material uns einmal angeguckt. Wie sähe dann jetzt ein Spielzug aus? Ich gucke mal, also wir sind zugweise nacheinander dran. Wir spielen gegeneinander, habe ich noch gar nicht gesagt. Vielleicht war es schon offensichtlich. Und dann gehe ich mal hier ein bisschen näher ran auf unserem Feld. Am Anfang haben wir gar nicht so viele Optionen, weil es noch ganz schön dicht ist, unsere Insel. Also es ist ein richtiges, eigentlich so ein bisschen auch Platzmanagement-Spiel. Und was ich mache, ist recht leicht. Die erste Phase ist quasi immer so das Ernten. Dann gehe ich mit meinem Obstkorb, kann in einen meiner Obstkörbe oder später auch Eiswagen in eine beliebige Richtung bewegen. So lange, wie es frei ist oder so lange, wie ich möchte. Vielleicht möchte ich vorher stoppen und diagonal geht halt nicht. Also ich könnte zum Beispiel hier mit der Banane einen rüber. Ich bin ein Feld gegangen, also kriege ich aus dem Vorrat eine Banane. Easy. Jetzt im zweiten Schritt könnte ich, gehe ich mal wieder hier auf das Tableau, könnte ich entweder jetzt hier eins der Gewerbe anmelden. Ja, wir haben gesehen, oben ich brauche mindestens Banane und Limette, geht also noch nicht. Oder ich könnte eins der Schiffe hier rumbeliefern, die dann A mir Punkte bringen und B mir Platz machen, was natürlich dann sehr hilfreich ist, denn je mehr Platz ich hier habe, desto weiter können sich meine Erntekörbe da, meine Erntehelfer, bewegen, um dann mehr Obst zu sammeln. Oder später auch die Eiswagen, um dann mehr Eis zu kreieren. So, geht aber noch nicht, das heißt, das wäre mein erster Zug, der andere wäre jetzt dran. Im nächsten Zug könnte ich jetzt zum Beispiel hier diese Limette hochbewegen, ist jetzt zwei Felder weit gegangen, bekomme also zwei Limetten, ab in Vorrat und jetzt könnte ich zum Beispiel im zweiten Teil von meinem Zug, ne, zu der Dame da oben, wir erinnern uns, was sie gerne haben möchte, damit sie ihr Gewerbe zulässt. So, ab in den Vorrat damit. Und dann nehme ich mir vielleicht diesen schicken Superobstkorb, den ich irgendwo platziere. Wir sehen zum einen hier eine Plus 1. Ich darf mir auch sofort jetzt schon eins der hier abgebildeten Obststücke nehmen. Nehme ich mal die da. Wir sagen immer Pflaume, aber ich glaube, es ist offiziell nicht Pflaume, müssen wir immer nachlesen. Haben wir einmal das, platzieren das jetzt natürlich irgendwo, wo es halbwegs Platz gibt. Ja, es ist noch nicht so ganz viel Platz da. So, lege ich vielleicht dann erstmal dahin. Und in späteren Zügen gilt dieses Plus 1 immer weiter und ich habe halt die Wahl, was ich gerade will. Kann ich mir so zusammenstellen. Brauche ich gerade mehr Limetten oder die lila Teile oder eine Mischung. Wenn ich dann später einfach nur einen Schritt gehe, kriege ich also zwei, können mir also zum Beispiel auch zwei von denen hier nehmen. So funktionieren dann auch diese Obstkörbe. Und du siehst hier oben ein kleines Symbol für eine Messergabel. Es gibt hier ein paar Sonderplättchen, dann haben wir sie auch schon bald alle erklärt. Die geben halt Punkte für bestimmte Konstellationen am Spielende. Dieser hier zum Beispiel 4 Punkte für jedes dieser Symbole. Das haben halt diese Sonderkörbe und die Eiswegen, soweit ich weiß, keine anderen Sachen. Die gibt dann quasi dafür Punkte. Dann gibt es einfach so ein paar Plättchen, die geben direkt einfach ein paar Punkte. Haben auch noch Sterne dabei, denn es gibt auch ein Sonderplättchen, die Information, die für jedes Sternpunkt, für jeden Sternpunkte bringt. So kann man sich dann überlegen, welchen Weg man gehen will, um am Ende dann mehr oder weniger erfolgreich zu sein. Jetzt habe ich hier alle, außer das hier, glaube ich, gezeigt. Das hier ist halt auch so ein Platzhalter für dann eines der kleineren, also für das 8-Punkte-Ding, wenn man sich das holt. Dann nimmt man also dieses Plättchen und platziert das. Die Tauchschule ist es, glaube ich. Platziert das dann auf seiner Insel. Sollte man halt nicht zu früh machen, denn diese Gebäude mit diesem hellgrünen Hintergrund, die sind fest. Die sind dann für immer da.
Und die schränken dann natürlich die Bewegung deiner Erntehelfer ein. Und dann kannst du schwieriger und weniger vor allem Obst dir sammeln, was du brauchst für eigentlich alles. Also für Schiffe beliefern, für die Gewerbeanmeldung und, wenn du später mit der fortgeschrittenen Variante spielst, auch für die Saftfabrik da auf der Rückseite. Das ist schon das grundlegende Spiel. Wird halt gespielt bis hier, ne? Gewerbemarke auf dem X und dann noch die laufende Runde zu Ende. Dann zählt man all seine Punkte von den Eiswegen, von den belieferten Schiffen. Ne? Wenn ich hier eins beliefert habe, lege ich das dann einfach hier links zu mir hin. Punkte werden natürlich dann hier abmarkiert und wer am Ende die meisten hat, Überraschung, ist der Sieger. So, die Bewertung zu Juicy Fruits. Bei der gelben Kategorie zählt halt immer so das Äußere für mich. Wie ist die Anleitung geschrieben? Ist sie gut verständlich? Das Material, ist das auch selbsterklärend? Unterstützt das die Mechanismen? Ist es vor allem auch von guter Qualität? Geht es schnell kaputt? Nutzt es sich ab? Und da gibt es hier fast nur Positives zu berichten. Es ist so preislich, ich habe glaube ich 27 Euro gezahlt, war glaube ich ein ganz guter Preis, also so knapp 30 werden es wohl meistens sein. Dafür bin ich echt zufrieden mit der Fülle und mit der Qualität vom Material. Es gibt halt, wie gesagt, bei mir, das weiß ich gar nicht, ob das bei allen so ist, so dass irgendwie ein Stanzbogen lag wohl irgendwie da schief drin, sodass die Plättchen nicht ganz in der Mitte sind, sondern so halt so ein bisschen abgeschnitten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und, also zumindest wir sind im Spiel zu zweit häufiger mal über die 100 Punkte gekommen. Da hätte ich mir noch einfach ganz simple 100-Punkte-Marker gewünscht, die man da irgendwie nehmen oder unter die Scheibe legen oder die Scheibe umdrehen kann oder irgendwie was. Das wäre noch ganz nett gewesen. Und ja, ich habe halt diese Beutel noch beschriftet, damit man direkt sieht, welcher ist der, wo die orangenen Boote drin sind und wo sind die grünen drin. Ist auch nur eine Kleinigkeit, aber es sind halt jetzt drei Kleinigkeiten und wenn wir das zusammenzählen, gibt es natürlich dann schon ein bisschen Abzug dafür, aber wir sind immer noch bei einer echt guten 8 von 10. Idee, Innovation, Ablauf, blaue Kategorie. Ja, jetzt geht es mehr zum Herzen des Spiels. Wie ist das eigentlich? Also innovativ ist definitiv dieser Schiebemechanismus, wie man die Ressourcen bekommt. Kannte ich noch aus keinem anderen Spiel und der funktioniert echt gut, weil es auch dieses permanente Platzfrage auf der Insel gibt. Natürlich könnte man erstmal versuchen, viele Schiffe zu beliefern, dass man viel Platz kriegt, dass man dann schnell viele Ressourcen kriegt. Dann schnappen einen die anderen aber die guten Gewerbeplättchen weg, die einem halt Vorteile fürs Ernten oder auch einfach dann die Punkte, die man natürlich am Ende braucht, schnappen die weg. Das heißt, man muss eigentlich so ein bisschen braucht man eigentlich alles und muss ausgewogen agieren und vor allem muss man auch auf die Gegner achten, was die so machen. Also, funktioniert tadellos. Das fortgeschrittene Spiel, klar, kommt nochmal ein bisschen was dazu mit dieser Saftfabrik. Da ist so ein bisschen das Besondere noch, man hat quasi zwei Scheiben, mit denen man auf diesen Leisten da vorangeht und da gibt es, also man zahlt nur einfach, also gibt es quasi Vergünstigungen, wenn man die Scheiben im gleichen Schritt bewegt. Bringt jetzt gar nicht so viel Neues, deswegen wir spielen sogar meistens ohne, wir spielen mit den normalen, mit diesen Basisregeln, die ich jetzt erklärt habe, reicht auch völlig, hat auch viel Spieltiefe und vor allem viel Variabilität, weil die Boote sind halt immer zufällig gezogen, wie deine 5 Obstkörbe liegen es immer anders, welche Gewerbeplättchen wo für welchen Preis im Angebot sind immer anders. Also es gibt wirklich viel Vielfalt, da sind wir schon fast beim Langzeitspielspaß auch, deswegen mache ich die zweimal hintereinander, mache ich hier eine 8 und beim Langzeitspielspaß bin ich definitiv auch bei einer 8. Weil spätestens mit der fortgeschrittenen Variante gibt es ja noch so viele Möglichkeiten zu entdecken, ohne dass es jetzt auch unnötig komplex wird. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, hier kommen noch 7 Module hinzu, die man reinmischt und immer gibt es Sonderregeln oder so. Es bleibt übersichtlich und wie gesagt noch ein Satz, die Solo-Regeln, also hier ist dann, wie du dann gehört hast, es gibt diese Rückseiten, jetzt kann ich ja hier mal den ganzen Kram runterpacken und mal eine Rückseite zeigen. Die sind extra für das Solospiel ausgelegt. Da spielt man dann quasi gegen die Ananas. Das ist dann der Gegner, den man dann besiegen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz gut funktioniert. Vielleicht probiere ich es auch mal aus, wenn ein bisschen die Zeit da ist. Jetzt bleibt mir hier erstmal aus 3x8 den Durchschnitt zu bilden. Das kriege ich im Kopf hin. Das ist eine 8. Empfehlungen, du hast es vielleicht mitbekommen, also schon für Familien ab 8 empfohlen, würde ich definitiv mitgehen. Mit 8 geht es auf jeden Fall vielleicht sogar schon, wenn man einfachere Gewerbeteile nimmt, ein bisschen früher. Der Einstieg für die Jüngeren und aber auf jeden Fall auch bis zum Kennerspieler kann man hier Spaß haben. Das wird dir, glaube ich, nicht zu langweilig, wenn du sonst sagst, dass dieses Spiel des Jahreskategorie ein bisschen zu einfach ist für dich, dass du ein bisschen mehr brauchst, dann ist, glaube ich, Juicy Fruits ein schönes Spiel, was so dazwischen ist, was man durchaus für beide Zielgruppen empfehlen kann. 2 bis 4 Spieler gleichermaßen. Es ist nicht so, dass es irgendwie zu zweit super ist, zu viert irgendwie sich lange zieht oder dass es nur Sinn macht mit 4 Spielern, weil irgendwie mehr Interaktion dann ist. Gar nicht. Das ist gut angepasst auf die Spielerzahl.
Da kann man direkt einen Haken hintermachen für alle gleich. Ja, und am Ende ist es, wenn das dein Ding ist, ist es so ein bisschen halt einfach ein Ressourcenmanagement-Spiel. Man holt sich Ressourcen, man tauscht A in B, man holt sich Plättchen, die einem Vorteile für das eine oder das andere geben und ist am Ende auf der Jagd nach Siegpunkten über verschiedene Weisen. Wenn das dein Ding ist, kann ich mir gut vorstellen, dass Juicy Fruits mit einem frischen, sommerlichen Thema, gut, unser Sommer hier geht, glaube ich, langsam zu Ende, aber trotzdem ist ja vielleicht gerade im vielleicht trüben Herbst oder erst recht im dunklen Winter ganz schön, wenn man auch ein bisschen bunte Farben und frisches Obst hier auf dem Tisch hat. Also von mir große Empfehlung für Juicy Fruits. Ciao und bis zum nächsten Mal. Lass gerne einen Daumen hoch da oder auch natürlich gerne einen Kommentar, wenn du es schon gespielt hast. Hast du auch so einen positiven Eindruck gewonnen wie ich? Hast du vielleicht die Solo-Variante schon ausprobiert, dass ja dieser Punkt, der mir noch fehlt? Dazu dann gerne Info in den Kommentaren. Wie hat das funktioniert? Hat dir das gefallen? Würde mich sehr freuen, da auch eine Info zu bekommen. Und ja, dann sage ich ciao und bis in 2 Wochen.